Ja, und moin, meine Hübschen, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Diablo 3. Baba. Und ihr seht schon, wir sind leider gestorben. Ne? Unser Char hat es gerade zerrissen vor rund 5 Minuten. Ich hatte gestreamt, hatte noch ein bisschen gelootet, wollte eigentlich eine schöne Lucky Loot-Folge für euch vorbereiten. Ihr seht das hier. Und dann unbeabsichtigt, nicht aufgepasst, ablenken lassen vom Chat hier, die sind schuld. Und ja, dann hat es mich zerrissen im Gefängnis. Auf Qualstufe 11 mit Paragon 239. Also ihr seht, schade, dass ich das nicht auf Folge habe. Ihr könnt es aber gerne mal nachgucken auf Twitch. Ne? Das steht euch frei. Ne? Und ja, wir fangen jetzt hier einen neuen an. Und zwar seht ihr das hier. Ja, wir machen eine YouTube-Aufnahme. Das mache ich generell immer. Ein Livestream. So, ein Live-Let's-Play-Stream. So, jetzt überlege ich gerade, was könnten wir machen, um unseren Barb zu boosten. Jetzt ist das Problem, wir haben den Level-Game noch nicht. Ne? Das ist hier jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Das heißt, wir müssen jetzt auf das beruhen, was wir bisher gefunden haben. Vorteil natürlich, wir haben einen Flechtring schon gefunden. Das heißt, da werden wir schnell wieder nach oben kommen. Ansonsten, was würde vielleicht Sinn machen? Das hier im Cube würde Sinn machen. In Kombination mit dem Goldträger. Stufe 14 können wir nachher einfach ausrüsten, das passt. Ja, das können wir auf jeden Fall reinnehmen. Dann habe ich noch eine Goldhaut, die könnten wir mit reinnehmen. Ja, das würde ich mit reinnehmen. Dann haben wir da schon mal einen relativ guten Goldboost. So, sodass wir schnell wieder auf Level 70 kommen, denn das ist das Ziel von der Sache hier. Akustische Handgelenke haben wir da. Dann hauen wir einmal die Goldhaut mit rein. So, rosten. Wir rüsten sie hier mal aus. So, und dann haben wir zumindest Gold. Gold gibt Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte bringen Level-Ups. So, im Idealfall sind wir relativ schnell wieder auf 70. Wir werden sehen. Goldträger haben wir, wie gesagt, hier ab Level 14. Den können wir uns schon mal mitnehmen. Und, ach, guck mal, wir haben sogar noch ein bisschen Blutsplitter, die wir hier vergambeln können. Das werden wir auch mal machen. Jetzt hat es natürlich meine Steine mitgerissen mit dem Char. Aber ist nicht weiter tragisch. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir rein? Was machen wir in welche Richtung? Ich würde sagen, mache 2-2. Guck mal, da ist schon mal ein Höschen. Gürtel brauche ich jetzt eigentlich nicht. Brustschutz. Da haben wir Lootsocken. Und da haben wir die Leorix-Krone. Nice. Also das ist doch schon mal das Ding, was wir brauchen. Das ist mega. Sehr schön. Also die Sachen können wir nachher auf jeden Fall anziehen. Und vielleicht uns drumherum schon mal ein kleines Mikrobild machen. Das wäre natürlich pornös. Auch noch ein Beinschutz. Okay, war jetzt nichts wert, aber ist nicht weiter tragisch. So, die ist ab Stufe 16 wahrscheinlich. Genau, die sind immer ab 16. Jetzt dürfen wir natürlich... Warte mal, ich lege die mal in die Truhe rein. Nicht, dass wir gleich nochmal die Hufen hochreißen hier. Das wäre nicht so schön. Packen wir hier dazu. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt vorankommen. Also das war jetzt echt ungeplant. Ein bisschen ungünstig vielleicht auch. Aber nichtsdestotrotz. Wir haben genug Paragon-Punkte, die wir hier nutzen können. Die werden wir dann auch nutzen. Und ja, sodass wir schnell wieder 70 sind. Also ich sehe das jetzt nicht ganz so problematisch, ehrlich gesagt. Wir haben einen guten Puffer, was den Loot angeht. Von daher ist das jetzt nicht ganz so problematisch. Und wir hatten jetzt auf unserem Barb auch noch keine Kunden, wo ich sage, das tat jetzt richtig weh, das zu verlieren. Das ein oder andere Item war natürlich ganz nett, aber war jetzt auch nicht, unbedingt sensationell gut. Ne? Von daher, schauen wir mal, was wir jetzt hier reißen. Leveln werden wir doch relativ schnell, wie ich sehe. Ja, das passt. Müssen natürlich zusehen, dass wir jetzt hier den Goldfund-Bonus relativ schnell hochbringen. Hey, was soll das? Weiß zufällig gerade jemand, ob die klusterischen Handgelenkschützer, also in Gold, das Gold wird ja umgewandelt in EP. Ob die Leorix-Krone damit prockt, wird das dann verdoppelt, das Ganze? Hat da zufällig jemand eine Info drüber? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, ich muss meinen Goblin mal ausrüsten. Hau ab, da. So, warte mal. F2 war das, ne? Ne, doch nicht. Porträt. Flügel, natürlich wieder Schmetterling. Gefährten. Goblin, komm, kannst direkt mal loslegen. Das Gold sammeln. Ah, er ist schon unterwegs, sehr gut. Ich höre es schon klimpern. Und als Flagge, als Tribut nehmen wir hier die Diablo-Flagge. So. Wunderbar.
Okay. Jetzt müssen wir wieder durch, meine Hübschen. Frisch zu 70. Na, die Kacke einfach nur. Die Kacke. Naja, gut, machst du nichts, ne? Da machst du nichts. Oh, ja, und eine Waffe. Nice. Gerade spielen wir auf Meister. Vorhin waren wir auf T11, ne? Unser Char war halt erst 8 Stunden alt, dementsprechend noch relativ frisch. Und uns hat es da gerade leider zerrissen. Aber ist nicht weiter tragisch, ne? Damit können wir umgehen, damit leben wir. Und auch das macht natürlich den Reiz an Hardcore aus, muss ich ganz klar sagen. Ich meine, wir waren jetzt zum Glück noch nicht unbedingt so alt, so groß, dass uns das jetzt hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise zurückwerfen würde. Von daher, es passt eigentlich, es passt. Es ist okay. Es ist okay. Warte mal, haben wir schon irgendwas? Hub. Abstufe 6 erst, alles klar, dann lass doch. Eine Einhand, bringt uns aber nichts, okay. Hier ist zumindest alles One-Hit. Wir haben auch eine gesunde Zähigkeit, einmal durch die Paragon-Punkte, das macht sie natürlich bemerkbar. Dann können wir uns hier dann super mit einverleiben. Level up. Level up. So, und Eile schreien. Okay, dann gib mal Eile hier. So. Da fällt schon das nächste Item. Bringt uns aber nichts, leider Gottes. Komm, go, 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 go. Flatsch, flatsch, flatsch. Er klingt wie eine Ente. Er klingt original wie eine Ente. Nice. Komm, 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 komm. Und jetzt sind hier keine Gegner, oder? Ist das dein fucking Ernst? Junge, Junge, Junge. Schneller! Lauf! Huhuhu. Die böse, böse Listen. Achso, Thema Listenrunde gerade hier. Ach ja. Wo war das denn, wo es keine Listen, keine Listen gibt? Also keine Hundelisten. Keine Listenhunde, so rum. Schleswig-Holstein? War das da? Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. In irgendeinem Bundesland gibt es keine Listenhunde. Das finde ich mega. Mega! Muss ich echt sagen. So, wir müssen gleich mal zurück zur Stadt und uns einmal hier ein bisschen den Damage wieder hochziehen. Machen wir jetzt mal eben. Ich bin ja auch dran oder am überlegen, mir ein Mini-Bully zu holen, also Miniatur-Bull-Terrier. Und wenn die zu hoch werden, also zu groß, über kein Scheiß 36,5 cm, dann ist es offiziell ein Miniatur-Bull-Terrier bei uns im Landkreis. Ne? Kein Scheiß. Wenn, ist ja unter 36,5 cm, kein Problem. Schon ein bisschen kurios das Ganze. Aber naja, so ist das. Ne? So, warte mal kurz zum... Fritzen gehen, kann er schon irgendwas machen. Eine Axtstufe 5 haben wir 2 Stück von. Die Mets haben wir ja zum Glück, wir haben ja schon ein bisschen gelevelt. 50, hier nochmal drauf, zack, wunderbar. So, Beinschutz, komm. Mein Hund geht's ganz gut. So, Brustschutz. So. Gürtel dazu, wunderbar. So, ein paar Stiefel dazu hauen. Ach komm, lass. So, und die müssen wir rausschmeißen. Die brauchen wir jetzt nicht. Können wir nicht, könnten wir es verkaufen, aber gut, das lohnt sich nicht. Hör auf damit. Oh, jetzt müssen wir ja One in Wonder hier. Nicht genug Mut. Weißt du Bescheid? Warte mal, weil ich jetzt gerade mal gucken muss. Schmelzofen gegen lassen. Achso, okay, gut. Irgendwo ist ein Goblin. Da, 2 Stück. Stufe 7. Okay, nice. Aber ich muss mal echt sagen, der Goldanteil bringt ja so gut wie gar nichts. What the fuck?
Ehrlich, wir sammeln. Achso, 24. Okay, alles klar. Okay. Also langsam geht's voran. Neues Spiel, neues Glück. Ja, ich weiß, dass die Goblins immer doppelt spawnen. Ist ein Event. Ich hab's gelesen. Auch das ist nicht an mir vorbeigegangen. Aber danke für die Info. Elite Pack? Ja, nice. So, Stufe 7 sind wir schon. Komm, hört auf hier. Hört auf! Ich kann da nicht mehr. Komm mal hier. Komm mal hier. Liebe Lotte. Himmel, Arsch und Zwirn. So. Da haben wir doch noch zwei Items. Gucken. Jo, guck mal, die bringen noch ein bisschen Zähigkeit mit ins Spiel. Das ist natürlich wunderbar. Hört auf jetzt hier. Sonst kommt der dicke Hammer. So, und du auch. Danke. Gürtel bringt uns nichts, außer ein bisschen Damage. Aber gut, wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr in die Defensive. Man weiß ja nie, was kommt. Und zack, aus die Maus. Aber du kannst doch direkt meine Waffe von mir kriegen hier. Ja, bitteschön. Damit du auch mal was machen kannst, mein netter Begleiter. Ein Ausstehende, komm, hör auf damit. Lass mich schon Ruhe. Lass mich schon Ruhe. Ah. So übel. Level up. Level up und Level 8. So, da hinten ist eine Elite. Oh, er zieht uns schon ran. Sehr schön. Können wir stehen bleiben? Ja, ne? Ich glaube schon. Okay, ich habe sie aber mal vorher gestunt, bevor sie uns hier penetrieren. Ach gut, die ziehen mir ja gar nichts ab. Als Zähigkeit hier ist noch on point. So. Oh, wunderbar. Naja. Ach, guck mal, Kopfschutz. Das ist ja wunderbar. Gleich mal gucken, ob wir schon Runen haben. Aber ja, haben wir. Ich kann bloß reinhauen. So. So, den nochmal aufs Maul. Okay. So, Hieb kriegt Frostbollen. Wollen wir mal hier die gern Spalten dabei. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur umskillen. Meine Fresse hier. So, Spalten, Eruption. Okay. Lass die nochmal schnell mit killen hier. Kommen die denn alle her, weißt du? Brauchst du keinen, hast du alle, brauchst du alle, hast du keinen. So, haben wir die Uhren mit Donnergrollen, nehmen wir mit rein. Aufstampfen, nehmen wir Sprung mit dazu. Überwältigen lassen wir erstmal, das passt. Dobermann ist immer noch Listen, und soweit ich weiß, in NRW. Aber müsste ich selbst nochmal nachgucken. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin der Meinung, es ist so. Oh, nice. Nice. Ich bin der Sensenmann. Guck dir meine Sense an. Was denn meine Sense kann? Ich bin echt am Überlegen. Meint ihr, es lohnt sich jetzt den Flechtring aufzumachen mit den Klusterischen? Oder wäre es zu minimal? Echt schon überlegen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ob die Ausbeute das rechtfertigen würde, weißt du? Mit Leorix Krone und so. Dann kriegst du doch relativ viel Gold. Aber das, was wird das sein? 2 Millionen oder was? Auf der Stufe? 2 Millionen EP. Ah, wie viele Level wären da? 10 Level, schätze ich mal. Macht da nicht so viel Sinn, ne? Guck
Komm, springen wir da hoch. Animation nochmal. Alles klar, danke. Guck mal, wir sind ein Blitzstrahl. Ich verblitze euch. Gebt mir da eine Sense. Ja, nee, habe ich ja eben nicht. Das ist das Problem. Ne, dadurch, dass wir ein Level-Game nicht hatten. Wow, den man jetzt nicht braucht hier, ey. Das kann ich auch laufen lassen. Okay, langsam wird der Damage wieder ein bisschen eng. Dann müssen wir gleich wieder zur Stadt. So, machen wir jetzt eben. Moin Muku, grüß dich. Hi. Was hier? Ne. Okay, dann was kann ich weg. Stufe 10. Und davon nochmal 2. So. Bei Lebpro verbraucht der Wut ist natürlich auch nicht. Aber ey, komm, da brauchen wir auf dem Level nicht, ganz ehrlich. Das brauchen wir nicht. So, hier noch irgendwas? Ne, komm. Ab Gelb fangen wir an, vorher nicht. Donnergrünsprung überwältigen. Eruption. Spalten wollen wir hier mit Eruption, genau. So. Okay, ab zur Truhe nochmal eben. Die können wir auch gleich ausrüsten. Okay, boah, Nase wieder auf. Was ist los mit dir? Solange ihr keine Gegenstände mit einem Setbonus angelegt habt, wird jeder angelegte Gegenstand euren legendäre Gegenstand euren Schaden 3,75%. Das ist gut für den Anfang, ne? Das ist echt gut für den Anfang. Da müsst ihr eigentlich auch normal procken, bis wir 70 sind. Das heißt, wir brauchen gleich nur einen Ring mit einem Sockel. Nichts einfacher als das. Oh, du kannst richtig hinsetzen, Alter. Ah, ich kann nicht mehr sitzen. So. Meine Damage wird jetzt auf lange Sicht auch nicht das Problem. Wir haben genug Möglichkeiten, um an Damage zu kommen. Wir haben viele legendäre Sachen, wir haben viele Affixe, auf denen wir Builds aufbauen können. Gerade mit Hämmern und sowas, das ist nicht das Problem. Ne, Set-Sachen haben wir auch einiges, also auch einen Mini-Wirbelwind würden wir schon hinkriegen später. Also alles gut. Gardiella ist da. Ich habe 10 Jahre gesessen. Irgendwann reicht's auch. What? What? Saß du etwa im Rollstuhl? Kann man so und so auffassen, ne? Komm her, du alte Binde. Schulzeit. Okay. Ich sag doch, man kann es auf unterschiedlichste Art und Weisen auffassen.
So, okay, lass mal gucken. Boah, boah. Vier Level noch. Vier Level noch, meine Hübschen. Mal Schulterschutz, haben wir da schon was? Nee. Juwelier schon, ach nee, Level 20 waren die Low-Level-Ringe erst, ne? Nee, 60 sogar nur, wow. Ich dachte, er ging es auch schon was, aber gut. Da machst du nix. Ich auch ersetzen, Alter. Es ist, die Schuhe sind echt für den Arsch. Wir müssen gleich mal gucken, sobald wir vom Level etwas höher sind. Weil hier sind auch noch ein paar Low-Level-Sachen dabei. Hier zum Beispiel. Die ist ganz nice. Können wir mit ausrüsten. 61. 55. 49. Und die sind schon alle etwas höher dann. Also die waren schon 70. Na, und hier ist jetzt nichts dabei. Ich guck gerade noch mal. Flechtring war da nochmal. Haben wir zwei Flechtringe sogar. Das ist gut. Zwei Flechtringe sind mega. In Geom könnten wir später noch einen Cube reinballern. Dass wir ein bisschen mehr Cooldown haben. Beziehungsweise etwas weniger. So, Kadala, wie sieht's aus? Gib mal hier eine Schulter. Danke. Danke. Wir müssen halt viel Uralte kriegen, ne? Dass wir den Stein ansockeln können, das wäre mega. Warte. Den können wir noch im Cube ballern nachher. Den können wir nachher sofort im Cube ballern. Dann haben wir noch den Afix. Ach nee, es war ein Stein. Ach, das war ja gar kein... Nee, alles gut. Ich habe mich vertan. Ich habe Scheiße erzählt. Es tut mir leid. Stimmt ja, das war ja nur ein Stein. Den können wir natürlich nicht im Cube ballern. Das macht nicht so viel Sinn, wie ich dachte. Wir sollten vielleicht nochmal zurück nach Hause und eine gescheite Waffe craften. Weil Damage ist gerade hier unterirdisch. Aber ey, wir haben noch Zähigkeit, also es läuft. Komm, den erledigen wir noch eben. So, eins, zwei. Zu schnell raus da. Ah. Warte mal, der ist doch irgendwo hier. Guck mal, da ist noch eine alte. Ein Würgekadaver. Ne? Was ein schöner, lieblicher Spitzname. Oder ist noch einer, sehe ich gerade. Etwas über uns. Oh, der ist auch down. Jetzt ist hier die Mutti nochmal dran. Komm hier hin, du Luder. Nice. Okay. Da müssen wir einmal zurück. Aber eine schöne Monsterdichte hier, muss ich sagen. Den Gürtel können wir schon tragen. Weil wir haben ja auch noch Low-Level-Ringe. Die können wir einfach umrollen. So, dass ein Sockel drauf ist und fertig. Und muss mal gucken, welchen, ab welches Level wir einen Sockel drauf haben können auf dem Ring. Das weiß ich gerade nicht. Aber das wäre jetzt natürlich noch eine gute Möglichkeit. Na komm schon. Oh, 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 da explodiert was. Oh, ein Double Pack ist hier. Okay, warte mal, lass mal eben zurück zur Stadt gehen. Können wir einfach rausgehen. Nehmen wir den einfachen Weg. Das ist ein bisschen simpler. So, warte mal, das kann der Begleiter haben, das Schild. Bitte, immer gerne. Level 8, Level 12, Einhand. Machen wir auch mal zwei. Wir haben ja die Metz, da passt das. 13. Und 8. So, lass mal kurz gucken wegen den Ringen. Low-Level-Ring müssen wir haben. 61, 70, 70, 70, 70. Scheiße, habe ich die alle schon vercrappt? Das ist natürlich richtig mad. Okay, ist nicht das Problem. Ich habe noch eine andere Idee. Wir können im Cube natürlich auch einen gelben Ring einfach umrollen. Beziehungsweise von Kadala holen wir uns gleich einen gelben Ring. Und den rollen wir dann um und hauen dann einen Sockel drauf. Irgendwie so in diese Richtung. Ob das jetzt aufgeht, weiß ich noch nicht, aber ist zumindest ein Plan.
Wir sind auf alles vorbereitet. Auf jede Situation hier, für jede Situation sind wir gewappnet. Das läuft schon.